Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei The Sims 2 auf dem Unigelände. Ich sehe gerade die liebe Frieda, nein Doris, das ist Doris, oder? Ich verwechsel die beiden immer. Ich verwechsel sowieso alle meine Sims, aber so ist. Die liebe Doris ist schon sehr früh wach. Sie muss allerdings auch sehr früh zur Uni, das muss man auch sagen. Jetzt geht sie erstmal recherchieren. Mal gucken, ob Arno Fuller ihr dabei Unterstützung oder Beistand leistet oder sowas. Oder Gerhard. Gerhard könnten wir fragen, gell? Oder Arno. Mal gucken. Aber Arno ist gerade aufgestanden, mitten in sein Ding. Ach, der wird gehen, okay. Ellie. Ich bin froh, dass ich diese Wissenschaftsaktivität ausprobiert habe. Das hat Spaß gemacht, okay. Bitten, gemeinsam zu recherchieren. Was hast du dann gemacht? Wissenschaft, okay. Nach Sternbildern suchen. Internetrecherche über Wissenschaft. Das könntest du dann gerne mal machen. Internetrecherche über Wissenschaft. Du gehst, wenn du aufstehst, also wenn du wach bist, gehst du erstmal hier aufs Klo. Dann gehst du was essen und dann kannst du gerne Internetrecherche über Wissenschaft machen. Wenn du wach bist, du bist eh auch gleich wach, gehst du auch mal hier aufs Klo. Okay. Dann gehst du auch was essen. Doris hat in einer Stunde Unterricht. Schau, du hast deinen Wunsch erfüllt. Du gehst jetzt dann erstmal zum Unterricht. Du, mein Lieber, gehst dann auch sehr gerne erstmal aufs Klo. Und du, meine Liebe, brauchst dann erstmal Spaß. Wieso brauchst du denn Spaß? Wie kann ich dir denn Spaß geben? Du hast Schach. Kreativität. Ist das deins? Bild verschwinden lassen. Jetzt ist die Frage, hast du eigentlich dein... Das hast du schon fertig gemacht, okay. Dann, mein Lieber, wirst du eine Hausarbeit schreiben. Du weißt sowieso nicht, was du studieren willst und sie studiert ja Biologie, weil sie eine Klinikleiterin werden will. Dum, bum, bum. Da, da, da. Da, 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 da. So, du musst um 20 Uhr erst zur Uni, du um 17 Uhr, du um 15 Uhr und du auch um 17 Uhr. Okay, zwei Leute um 17 Uhr. So, malen. Du brauchst nämlich Spaß. Und Kreativität kannst du dadurch auch gleich mal lernen. Das ist ja nicht von, das ist ja nicht schlecht. BWL. Wieso brauchst du da Mechanik? So, liebe Doris, wenn du hier zurückkommst, du möchtest angeln gehen, gell? Aber wir haben hier keinen Platz, dass wir hier irgendwo angeln gehen könnten, wurscht. Beschneiden, du wirst dann erstmal hier ein bisschen was tun. Dann kannst du gerne eine Hausarbeit schreiben. Was willst du hier? Spielen, 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 spielen. Toll, 4 von 5 Wünschen betreffen Spielen. Das ist toll. Genau, du machst jetzt eine Hausarbeit. Dann darfst du auch gerne hier weiter malen. Und du bist eigentlich eh tippitoppi benannt. Wissenschaft, okay. Du möchtest eigentlich eine Hausarbeit schreiben und eine Seminararbeit schreiben und recherchieren. So, dann wirst du mal deine Seminararbeit einfach anfangen. So, und du lebst einfach so in den Tag hinein, gell? Rebecca geht zum College. Vielleicht kannst du ja hier den einen oder anderen Sim anrufen. Wenn du schon nicht lernst. So, warte mal, Rebecca
Ist im Unterricht der Faulpelz. Ruf später wieder an. Ey, was kann ich denn dafür? Ich kann doch gar nichts dafür. Aber wenn sie im Unterricht ist, werden alle anderen auch im Unterricht sein. Dann telefonieren wir halt mit unserem Lehrer. Na gut, okay, eigentlich könnten wir auch mit unserer Mutter mal telefonieren. Du hast auch jede Menge Spaß dabei. Was du jetzt nämlich auch noch machen könntest, ist essen. Essen und nachher weitermalen. Weitermalen. Genau, und du gehst dann nachher auch noch essen und kannst dann später noch ein bisschen weitermalen. Das ist, irgendwie ist das so, genau, du machst jetzt da deine Sachen. Telefonier doch mit deiner Mutter, genau, nur plaudern. Du kannst hier deine Hausarbeit schreiben und du möchtest dann gerne wieder spielen und machen und tun und recherchieren und jemanden einladen. Was möchtest du eigentlich? Kreativität möchtest du maximieren. Wisst ihr was? Wir werden jetzt hier... Kann ich aufgehoben werden? Toll. Dann werden wir halt einfach Folgendes machen. Schau, wir machen hier noch so ein Ding. Wenn das eine nicht geht, müssen wir halt das andere machen. Ja? Genau, Hausarbeit schreiben, malen. Warte mal, dann schreibst du die Hausarbeit später, wenn du mehr Spaß hast. Das ist, glaube ich, gescheiter. So, der ist da jetzt. Du kannst auch das machen. Bist du eigentlich durchtrainiert? Wahrscheinlich schon, gell? Sport. Da ist Willi. Willi ist auf der Arbeit. Fitness, Sport. Das ist ja alles Fitness, oder? Achso, genau, Ball, warte mal. Ball. Spielen, fangen, Ball werfen, hier. Das sollte doch eigentlich zu Sport zählen, so wie ich das verstanden habe, genau. Dann, warte mal, den werden wir hier entfernen. Und hier hatte ich gesagt, sollte ich dann doch die Dinge lassen, gell? Die Feuerlöscher, Feuermelder. Die Frage ist nur, wo sind die denn jetzt drin? Unter Dekoration. Was ist das? Aha. Ja, wo finde ich die jetzt? Hier? Nee. Nicht so wirklich, gell? Da. Du bekommst einen Feuerlöscher. Auf alle Fälle hier verpasst, weil... Ja, mir wurde gesagt, du bist nicht ganz so begabt und es hat auch schon ein, zwei Mal gebrannt, das weiß ich. Sophia hat Begeisterung für Wissenschaft entwickelt. Sie kann jetzt Planeten mit dem Teleskop beobachten. Oh, genau. Und ein Teleskop werden wir uns hier reinstellen. Das werden wir natürlich auch noch machen. Ein billiges. Weil hier draußen kann ich das ja nirgendwo hinstellen, oder? Doch, ginge. Ginge. So. Weil dann kann sie nämlich ihren Spaß nachgehen. Sport, Sport, Wissenschaft. Sport, Natur. Ist ja die volle Begeisterung für die Natur. So. Du wirst dann später weitermalen. Ja, was machst du jetzt? Aha, du bist Georg Wirz. Was machst du denn da? Hobbytipps austauschen. Echt jetzt?
Hobbytipps austauschen? Ernsthaft jetzt? Warte mal, du kannst doch erstmal was essen gehen hier. Essen. Oh, wir haben hier auch noch so einen Scheiß. Ach Gott. Okay. Ja, ist aber Sport, stimmt. Ja, dann danke für die Info, dass die Bälle sowieso alle hier drin haben. Habe ich nicht mehr gewusst. Beschneiden. Benutzen. Doch, der Sim an sich führt nur dann ein erfülltes Leben, wenn er weiß, wie die Dinge funktionieren und was die Welt im Innersten zusammenhält. Deine wachsende Begeisterung für die Wissenschaft ist be beispielhaft, Sophia. In Anerkennung dafür möchten wir dir im Namen der Wissenschaft eine Mitgliedschaft für das experimentelle Labor überreichen. Okay. Da sollten wir dann vielleicht mal hinreisen. Das wäre vielleicht nicht schlecht, gell? Nach UFOs Ausschau halten, okay. So, was ist mit dir eigentlich? Fitness, okay. Du bist eigentlich voll bereit, dass du zur Uni gehen kannst, ne? Also, wurscht. Weitermalen. Du machst noch ein bisschen Fitness. Warum auch immer. Lass das mal. Hans hat in einer Stunde Unterricht. Okay, du gehst jetzt einfach. Warum nicht? Ihr beide habt auch Sport. Aber warte mal, wenn er. Achso, ne, warte mal. Die beiden haben gleichzeitig Uni, gell? 17 bis 19 Uhr. Okay. Ich meine, ich will nichts sagen, aber deine Schwester braucht dir nicht sexy vorkommen. Nur so zur Info. So, willst du eigentlich noch irgendwas anderes machen? Schau mal, ich lasse dich jetzt hier mal spielen, dass die Sachen hier mal wegkommen, die Wünsche erfüllt werden. Ah, okay, es werden gleich alle Wünsche erfüllt. 9000 Simoleons verdienen. Okay, du möchtest Simoleons verdienen. Dann werden wir jetzt gleich mal Finanzberatung geben. Und das mal beibehalten. So, was ist mit dir? Geh mal ans Telefon, bitte. Schneiden, Hahn tragen, Hände waschen, recherchieren. Kann ich Frieda sprechen? Nein, du nervst. Du nervst einfach nur. Schau mal, was will er denn eigentlich werden? Weltklasse Balletttänzer. Und sie Geschäftsmanagerin. Eigentlich hätte er was ganz anderes studieren sollen. Oder warte mal, nein, warte mal, er studiert eh Schauspiel, dass das sein Balletttanz dann, das, ah, das passt eh, wie ich das so mache. Das passt alles, das passt alles. Ah, so, du müffelst, du machst immer noch deine Ding. Oh, schau, du hast es erfüllt. Wow. Okay, jetzt wäre es halt nur an der Reihe, dass du mal hier Spaß bekommst. Julian Sa Juan Sander ist kein Familienfreund mehr. Sophia und Georgs Unterricht beginnt in einer Stunde. Eieieiei. Na gut, du kannst aber nachher immer noch spielen, gell? Und du müsstest eigentlich, sehe ich irgendwie den Verlauf. Nee, das ist ganz praktisch in Sims 3 und 4, dass man da einen Fortschritt sieht. Oh, warte. Nein, 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 warte. Du wirst es jetzt verkaufen. Harntragen. Hier verkaufen. Dann säubern, benutzen. Hände waschen und weitermalen.
Wie soll ich das machen? Zählt das eigentlich bei ihr auch für dazu oder muss sie selbst das verdienen? Das verstehe ich gerade nicht so ganz. Aber mal gucken. Mal gucken, wie hoch bei ihr. Achso, warte mal. Lol. Ist schon fertig? Echt jetzt? Okay. Okay, und dann geh mal in Ruhe duschen. Geh einfach mal in Ruhe duschen, säubern und dann kannst du gerne hier ein bisschen lernen, College recherchieren, damit du auch noch was für deine Noten tust. Und deiner Schwester ein bisschen hinterherkommst. Jemanden einladen. Anrufen. Und Date bitten. Oh Mann, wenn ich jetzt dran denke, unsere Katze ist rollig geworden. Oh mein Gott, ich habe das noch nie miterlebt. Ich habe zwar eine Katze hier, ja, das ist aber ein Kater und die werden nicht rollig. Die werden höchstens gegeneinander aggressiv. Und ja, das war's dann irgendwie. Hier, Anton, Dresden, Dersten, wie auch immer. Hygiene, nach Hause bitte. Bist du eigentlich, du, schau, du kannst ein bisschen was für deine Fitness machen. Oder, nee, warte mal, du wirst einfach, wo ist denn deine? Achso, die ist gerade in, im Unterricht. Hier, mit Gina wirst du dann einfach ein bisschen Ball spielen, Ball werfen. So, du, genau, du duschst jetzt gerade, du machst das. Du hast dein, du hast dein Date, genau. Mit Doris sprechen, Antrag reden, tratschen. Von Doris gekitzelt werden. Spielen, kitzeln. Was möchtest du eigentlich alles? Einen Witz erzählen, unterhalten, schmutziger Witz. Okay. Jetzt bin ich gespannt, ob das dann trotzdem steigt irgendwie. So, was haben wir hier? Anton unterhalten. Witzigen, schmutzigen Witz. Doris schätzen. Mit Doris essen gehen. Das könnte ich jetzt machen. Das könnte ich jetzt machen. Das könnte ich jetzt. Nein, kann ich nicht machen. Wieso nicht? Warte mal. Anrufen. Notdienstlieferant Taxi rufen. Hey, Jamaika. Warte mal. Sich trennen. Antrag. Mehr. Fragen. Tanzen. Küssen. Antrag. Reden. Spielen. Ball werfen. Mach das mal mit ihr. So, das Taxi ist unterwegs. Wir können dann bald hier Gemeinschaftsgrundstück besuchen. Genau, ich habe hier nämlich jetzt, bevor ich hier aufs Unigelände bin, nämlich Café Ambiente. Kann ich da essen? Da sollte ich normalerweise essen können. Habe ich Downtown geladen. Das werde ich auf alle Fälle nach dieser Aufnahme direkt auch bei meiner 100 Baby Challenge machen. Auf jeden Fall. Und genau, hier. Also er möchte, sie möchte eigentlich mit ihm nur essen gehen. So, was machst du jetzt? Streiten? Wieso gehst du streiten? Mädel, warte mal, du hörst hier auf. Du gehst. Okay, ihr lasst es. Wir kommen jetzt direkt nach Downtown. An Downtown, muss ich ehrlich sagen, hatte ich auch gar nicht gedacht. Das wurde mir ja auch wieder in den Kommentaren gesagt. Weil eigentlich wollte ich nicht so viel laden. Weil früher, ich weiß es noch ganz genau, ich hatte zwar nicht alle Add-ons, das nicht, aber die, die ich hatte, da ging es immer so, wenn ich irgendwo, wenn ich nur was neu angefangen habe, es wird erstmal das geladen, das geladen, das geladen, das geladen, damit ich gleich alles geladen habe und ja. So, an Tisch führen lassen. Oh, romantisch rumschmusen. Oh Gott, wie hättest du die nie umziehen können, Madame?
Schau, sie wollen küssen. Und essen. Wer bist du eigentlich? Adam Gust. Ja, ich bin zwar im Pyjama da, aber ja. Wieso hat sie sich nicht umgezogen? Eine tolle Ecke. Wunderbar, die Zeit läuft ab. Das ist schlecht. Können wir uns hier küssen? Romantisch? Okay, warte mal. Geht das so? Für alle bestellen, bitte. Chefsalat. Das muss ja nicht so teuer sein. Mit Anton flirten. Schaut, das können wir hier nämlich auch machen. Hände streicheln. Nein. Oh, ist das süß. Oh, Anton bitten, nach Hause zu begleiten. Wie geht das denn? Heiß rumschmusen. Geht das? Jetzt bin ich, warte mal, jetzt bin ich gespannt. Küssen? Warte mal. Mawiso einladen mitzumachen. Mawiso, geht das jetzt nicht? So. Wie kann ich hier gehen? Rechnung bezahlen? So, wir sind fertig, wir sind satt, oder? Ja, wir sind beide satt. Hä, wie geht es? Dein Sim möchte die Verabredung seinem gemütlichen Heim fortsetzen. Klicke auf dein Date und wähle bitten, nach Hause zu bringen. Einladen mitzumachen, Choice vorstellen. Bitten, nach Hause bringen. Okay, warte mal, wir könnten jetzt aber vorher noch zuerst rumschmusen und dann sagen, bitten nach Hause zu bringen. Ja, da haben wir nämlich erstmal das. Oh, okay, jetzt ist es weg. Okay, jetzt ist es weg. Knut Wolters. Hier ist soeben frei geworden. Die beste Ecke. Das Essen steht zwar noch da, aber sie wurscht. So, bringst du mich nach Hause? Bitte? Danke. So, ein kurzes Date, aber wir haben endlich essen können. Aha, und hier können wir dann auch generell angeln, gell? Okay. Okay. So, wie funktioniert das jetzt? Also ich muss den wieder, Professor Steffen Birnkmann, okay. Miss Knautschgesicht, Kati Wolters, das Taxi ist in wenigen Minuten bei dir. Doris umarmen, wo rennst du eigentlich hin? Umarmen, in die Arme springen. Elisabeth Seifert. Seifert. Seifert oder Seifert? Ich hätte es eher Seifert gesagt. Ah, da steht sie besser. Seifert. Das ist Elisabeth Seifert. Schau. Mit Anton flirten. Streicheln. Tja, die kommt auch im Pyjama. Oh, ein Techtelmechtel mit Doris haben. Rumschmusen. Oh, ein Techtelmechtel haben. Ein traumhaftes Date haben. Ob ich das alles noch schaffe? Ich weiß es nicht. Die Folge wird halt ein bisschen länger. Ist mir egal. Ist mir egal. So, wir hatten jetzt unser tolles Date außerhalb des Unigeländes. Das ist ja immerhin auch etwas wert. Das ist viel wert. Sehr viel wert. Das ist eine alte Musik. Bist du deppert? Das ist, glaube ich, die Startmusik generell von Sims 2 oder so. Im Wohnheim ist scheinbar nicht genügend Platz für alle deine Sims. So, warte mal. Den werden wir jetzt erstmal wegscheuchen.
So, jetzt brauchen wir ein bisschen Platz. Genau. Georg wird entspannen, Bett machen. Keine Ahnung. Let's get Volkstanz. Machst du da mit? Aha, was machst du? Scheuchst du ihn weg? Wo bist du denn jetzt eigentlich? Hallo? Alter, wie ist die so langsam? Alter, die ist so langsam, dass das Date abläuft, die Datezeit abläuft. Schau, die machen alle mit. Let's get Volkstanz. So, entspannen bitte. Wir haben nur noch 1,5 Stunden Zeit. Du musst dir jetzt hier mal ein bisschen ranhalten. Entspannen bitte. Entspann dich. Und dann sagen, bitte, 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 lieber Anton, mach mit. Alter. Bist du deppert. Entspannen, danke. Schau, du machst es sogar die andere Betthälfte. Bist du deppert? Also so lang war das, hat das auch noch nie gedauert. So, und dann sagen, bitte, 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 lieber Anton, mach mit mir mit. So, Anton bitten mitzumachen. Anton! Die Zeit läuft ab. Kommst du eh zu mir? Ich hoffe, du brauchst jetzt nicht eine Stunde, bis du da bist. Wir haben nur noch 50 Minuten. Um Unterricht bitten. So. Küssen, rumschmusen, Techtelmechtel. Und dann wird es wohl auf traumhaftes Date hochspringen, hoffe ich mal. Ein Kumler da? Ah. Genau. Schau, er möchte jetzt schon wieder auf ein Gemeinschaftsgrundstück. Sie möchte einfach mal ein traumhaftes Date. Auf die Bestenliste möchte sie es schaffen. Und das dritte Jahr möchte sie abschließen. Und alles wird sie schaffen. So, wie geht's denn dir eigentlich? Du tust hier Dingsbumsen, ja. Zum Unterricht gehen. Du hast den Unterricht geschwänzt. Oh, sie hat den Unterricht geschwänzt. Sie hat den Unterricht geschwänzt. Oje. Oje, oje, oje. Betten machen. So, was ist mit dir eigentlich? Harntrang. Hygiene. Entspannen. Achso, nee, warte mal. Du gehst auch erstmal aufs Klo. Und duschen. So, und du hast jetzt genau ein traumhaftes Date. Das Date wird nämlich jetzt beendet. Okay, jetzt können wir die Zeit auch auslaufen lassen. Das wird jetzt wohl hoffentlich nicht mehr hier entspannen. Du brauchst auch einfach nur Spaß, gell? Entspannen. Du duschen, du duschen. Warte mal, du könntest noch aufs Klo gehen. Bist du eigentlich ein säuberliches Kerlchen? Nee, eigentlich nicht, gell? Das hier könntest du sauber machen. Ja gut, passt. Das heißt, das Date ist schon mal gut verlaufen. Jetzt möchte ich halt eigentlich nur noch gern abwarten, bis das mal hier so... Warte mal, du möchtest Spaß haben. Entspannen. Du entspannst dich jetzt bitte auch. Entspannen. Du entspannst dich. Alle entspannen sich. Alle haben Spaß, bitte. So. Hier, sicheres Techtelmechtel. Ihr habt eigentlich hier auch beide Spaß, gell? Aber das ist genau das, was ich mir schon immer gewünscht habe. Ah, Baby machen, Techtelmechtel. Ja, genau. Man singt immer so im Bett, gell? Gut, dann würde ich mal sagen... Oh, warte. Was ist hier los? Mm, 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 mm.
hinten küssen. Eigentlich möchte ich gerne. Wieso ist das nicht hochgegangen? Geh noch duschen. Und dann kannst du gerne nochmal schlafen gehen. Gut, dann würde ich erstmal sagen, ich werde hier jetzt einen Cut machen. Wir sehen uns dann natürlich in einer neuen Folge wieder. Jetzt möchte ich nur gucken, dass die hier nicht schwanger ist. Sonst kriege ich die Krise. Ich meine, ich habe es bewusst nicht gemacht, dass sie, dass sie schwanger wird oder so. Aber ja, gut. Wie gesagt, ich werde hier jetzt einen Cut machen. Wir sehen uns dann natürlich in einer neuen Folge wieder. Und bis dahin sage ich erstmal, ciao, ciao.